Jo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum letzten Teil der Reihe EBV, also Epstein-Barr-Virus. Schaut euch auf jeden Fall die ersten beiden Teile dazu an, falls ihr genau auf dem Laufenden sein wollt. Hier geht es darum, wie man diesen Virus wirklich los wird. Und zwar, ich habe bereits ein Video dazu gemacht, wie man Viren los wird, beziehungsweise was ich machen würde, wenn ich Viren loswerden wollen würde. Und das könnt ihr euch sehr gerne gucken, verlinke ich oben mal. Jetzt haben ich und meine Biochemiker uns aber gefragt, was gibt es denn da so für Maßnahmen und auch natürliche Maßnahmen, die man dagegen tun kann. Wir kennen zum Beispiel viele Anthony Williams, der natürlich sagt, diesen Selleriesaft, das hat uns nicht gereicht, denn dazu gab es nicht wirklich Studien. Und naja, also nachdem ich euch nun den ersten beiden Videos zum EBV erklärt habe, was dieser Virus ist und welche Auswirkungen er auf unseren Körper haben kann, habe ich nun einmal recherchiert, was wir denn eigentlich gegen diesen oder eher gesagt gegen eine Aktivierung des Virus tun können. Zum Ersten. Und das ist jetzt sehr naheliegend, unser Immunsystem stärken. Wie in Teil 2 gezeigt, ist eine verringerte Anzahl an den sogenannten CD8-T-Zellen Grundlage für die EBV-induzierte Autoimmunkrankheit. Indem wir die CD8-T-Zellen erhöhen, nehmen wir dem EBV somit die Möglichkeit, diese zu entwickeln. Und wie geht das? Vielleicht nochmal ganz kurz, CD8-T-Zellen für die echt super faulen Leute und die sich nicht Teil 1 und Teil 2 angucken, ganz kurz erklärt. Suppressor-T-Zellen, CD8-T-Zellen oder auch eher regulatorische T-Zellen gehören, wer hätte es gedacht, zu der Obergruppe der T-Zellen. T-Zellen im Allgemeinen sind weiße Blutzellen, die für die Immunabwehr dienen. Sie haben die Aufgabe, die Selbsttoleranz des Immunsystems zu kontrollieren und wirken somit Autoimmunkrankheiten entgegen. CD8-Zellen wirken auch zytotoxisch, was bedeutet, dass sie Zellen und Gewebe beschädigen können. Ein sehr wichtiger Punkt ist, naja, wie auch anders, Sonnenlicht, genau gesagt Vitamin D. Die Studie konnte zeigen, dass die Supplementierung mit Vitamin D die Anzahl an CD8 plus T-Zellen erhöht hat, ja. Ich meine, wie kann es auch anders sein? Also, 1. Täglich bei ausreichend hohem UV-Index, ja, an der frischen Luft gehen oder eben Vitamin D supplementieren. Wir leben nun mal leider in, lass mich kurz überlegen, Deutschland. Okay. Damit erübrigt sich meistens die Frage über die tägliche Sonneneinstrahlung. Darüber hinaus haben die Wissenschaftler aber auch noch eine Reihe anderer Pflanzen bzw. sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Elemente bezüglich ihrer Wirkung gegen EBV untersucht. Punkt Nummer 2. Flavonoide, besonders Flavone, ein sekundärer Pflanzenstoff, der vor allem in Beeren wie Blaubeeren, Aroniabeere, Himbeeren, Brombeeren, Trauben, grüner Tee, Petersilie oder auch Grünkohl enthalten ist. Diese hemmen die Aktivierung der ersten EBV-Antigene. Wir machen eine kleine Rabattaktion. Wer sehr viele Flavonoide aufnehmen möchte, Flavone und sekundäre Pflanzenstoffe, kann dies sehr leicht tun, so wie ich es immer tue, mit meiner besten Anschaffung meines Lebens, ist der Angel Juicer, ein Entsafter. Gibt es jetzt 10%, gerne in die Infobox schauen mit dem Rabattcode. Seht ihr natürlich auch alles unten. Und viel Spaß dabei, denn das ist definitiv die einfachste Methode, sehr viel sekundäre Pflanzenstoffe und Grünzeug zu sich zu führen. Boschwellia carteri, ja, Extrakt. Die Pflanze, aus dessen Harz Weihrauch gewonnen wird. Forscher entdeckten in ihr ganz 18 bioaktive Substanzen, welche die Aktivierung von EBV inhibieren. Das war Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4, eine weitere interessante Pflanze in diesem Zusammenhang ist die Berberine. Ja, und die Berberine, ne, diese vermag es, die Apoptose von EBV-infizierten Zellen einzuleiten, das heißt, diese abzutöten. Punkt Nummer 5, Süßholzwurzeln. Der sekundäre Pflanzenstoff Glycericinsäure kann auf zwei Wege EBV unterbinden. Schon bei einer geringen Konzentration von 0,04 Mikromol, ja, kann diese die Vermehrung des Virus, der DNA, stark reduzieren. Bei einer erhöhten Konzentration von 4,8 Nanomol hat sie darüber hinaus einen zytostatischen Effekt auf die EBV-infizierten Zellen und hemmt die Vermehrung. Auch Mikroalgen sind gute Helfer gegen EBV. Besonders die Alge, alles klar, Digga, ich muss los, und die Blaualge, das musst du selber lesen, könnte in Untersuchungen signifikant die Menge der EBV-DNA verringern. Der genaue Mechanismus für diese Wirkung ist den Forschern allerdings noch unbekannt. Deshalb wird lieber geforscht, dass das Handy bald auch Kaffee kochen kann. Alles klar.
Weitere sekundäre Pflanzenstoffe in Punkt 7, ja, unter anderem Kurkuma, Passionsblume, Ginkgo, Kava Kava oder Sonnenhut sehen wir hier in der Studie super zu sehen und abgebildet, hilft dabei. Und noch einige wichtige Spurenelemente und Vitamine. Punkt Nummer 8, Zink. Diese reguliert die Transaktivität des Virusgen EBNA1, kennen wir zum Beispiel aus Teil 2, welches ein Gen der Latentphase, also der ruhenden Phase ist. Punkt Nummer 9, Vitamin C und Vitamin B12. Wie kann es anders sein? Das bieten wir natürlich auch an bei Vitasomal. Alles klar, Leute, schaut gerne vorbei. Nein, Spaß. In klinischen Studien zeigte eine Gabe von hochdosiertem Vitamin C eine signifikante Reduktion der EBV-Antikörper, ebenso Vitamin D, natürlich wie auch immer. Neben der positiven Beeinflussung einiger wichtiger Parameter des Immunsystems erhöht Vitamin B12 auch die zu Anfang erwähnten CD8+T-Zellen und wappnet das Immunsystem damit gegen eine Aktivierung von EBV. Also Leute, nichts für hin. Punkt Nummer 10. Generell gegen Viren und damit auch gegen EBV wirksam sind darüber hinaus Antioxidantien. Vitamin E, welches auch dazu gehört, ja, Selen zum Beispiel, Kokosnüsse, Paranüsse, Rosenkohl, können den Ausbruch nachgewiesenermaßen unterbinden. Wie wir aber alle wissen, ist das stärkste Antioxidant, ja, die streiten sich ja immer noch, das OPC, das Traubenkernextrakt und das Astaxanthin, ja, der rote Farbstoff, der letztendlich sich auch in das Carotinoid, was sich auch in Krebsen, Flamingos, Lachsen und so weiter anlagert. Wir von Vitasomal bringen bald ein OPC-Konzentrat heraus, ja, das ist absolute, wie soll man sagen, Revolution quasi überhaupt, wird den Markt komplett revolutionieren. Haltet auf jeden Fall bald die Augen offen auf diese Neuheit. Das sind 10 natürliche Mittel, die den Ausbruch einer EBV-Infektion unterdrücken können. Wenn man sich diese jetzt so anschaut, trägt meiner Meinung nach eine gesunde Lebensweise mit genügend Aufenthalt in der Sonne und mit frischer, lebendiger Nahrung schon zu einem großen Teil dazu bei. Dennoch muss noch erwähnt werden, dass wenn bereits Symptome vorliegen, werden diese, naja, nicht innerhalb von 3 Tagen mit den oben genannten Maßnahmen behoben werden können. Diese fordert Geduld und individuelle unterschiedliche mehrere Monate kann es dauern, ja. Und dementsprechend auch wahrscheinlich vielleicht sogar höhere Konzentrationen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ein wichtiger Punkt, der hier nicht angesprochen worden ist, hab keine Angst, okay? Alles passiert für dich im Leben und wird schon alles gut. Ich wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit auf jeden Fall. Ich wünsche dir unser Team Rohvegan am Limit. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dabei auf die Glocke zu drücken, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Wir würden uns sehr freuen, euch auf vitasomal.de zu sehen. Unsere liposomalen Supplements, 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit. Checkt es auf jeden Fall aus. Gerade das Vitamin D als kleiner Tipp. Neuer Geschmäcker. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao.